begrüßen zum Finale unserer Vortragsreihe Ökonomie anders denken. So weit in die Mitte wird mir da gesagt. Die Plurale Ökonomik Graz, uns gibt es noch nicht allzu lange. Wir sind Teil eines internationalen Netzwerks aus Studierenden und Professoren, Professorinnen. Wir setzen uns prinzipiell für mehr Pluralität in der VWL, in der Volkswirtschaftslehre ein. Man möchte das neoklassische Dogma ein bisschen aufbrechen, ein bisschen mehr heterodoxe Schulen dazunehmen. Und wir haben versucht, mit dieser Vortragsreihe so einen ersten Schritt in diese Richtung zu machen. Wir freuen uns, dass so viel Interesse da ist. Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal beim ÖGB bedanken, der das Ganze finanziell möglich gemacht hat, vor allem beim Klaus, der heute, glaube ich, gar nicht da ist. Trotzdem ein großes Danke. Und wir haben noch einmal eine E-Mail-Liste. Wir werden die dann durchgeben. Jeder, der möchte, der sich informieren will über die Plurale, was es dann im Sommersemester so alles geben wird, bitte kurz die E-Mail-Adresse reinschreiben. Ja, und unseren heutigen Vortragenden kennt man doch vom Sehen. Genau. Ich nehme an, die meisten von Ihnen, wenn nicht alle, werden Professor Heinz Kurz bereits kennen, der seit kurzem emeritiert ist. Er zählt international zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Kapital- und Verteilungstheorie und ist auch zusätzlich einer der profundesten Kenner der ökonomischen Theoriengeschichte. Und bevor er 1988 an die Karl-Franzens-Universität in Graz gekommen ist, war er an der Universität in Bremen tätig. Und hier in Graz geht unter anderem das Schumpeter-Center auf seine Initiative zurück, ebenso die Schumpeter-Lectures. Ja, hat unglaublich zur Internationalität der Universität Graz beigetragen und ist auch hat über 40 Bücher und um die 200 Artikel in seiner wissenschaftlichen Karriere verfasst. Also, unter anderem sehr viel beachtete Werke zu Adam Smith und Joseph Schumpeter und ist auch Gründungsherausgeber und Herausgeber mehrerer Journals und unter anderem auch Generalherausgeber der unveröffentlichten Werke von Srapa. Ja, was vielleicht in dem Zusammenhang plurale Ökonomie auch besonders interessant ist. Ja, und wir freuen uns unglaublich, Sie heute begrüßen zu dürfen bei uns. Und ich darf das Wort an Sie übergeben. Wir gehen noch die Liste durch. Bitte. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und für Ihre freundlichen Worte. Ich bin unglaublich froh, dass ich hier bin und Sie über ein Thema instruieren darf, das für einen Abend einem ungeeignet ist, wenn man es in einer gewissen tiefen Dimension behandeln wollte. Aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben über Denkrichtungen bedeutender österreichischer Ökonomen, Ökonominnen. Es sind leider keine dabei, jedenfalls keine mir bekannten, sehr bedeutenden. Also nehmen Sie mir das nicht übel, dass ich nur über Männer reden werde. Es ist so. Ich werde natürlich ein bisschen verweisen darauf, dass Sie hier in Graz etliche andere Kolleginnen und Kollegen haben, die in der österreichischen Theorie bestens bewandert sind. Einerseits da, Richard Stürn, der über Schumpeter zusammen mit mir gearbeitet hat, unter anderem über Mises gearbeitet hat. Stefan Böhm hat gearbeitet über Hayek, über Mises und andere. Christian Gierke hat vor allem über Eugen von Böhm-Barber gearbeitet. Also Sie haben, wenn Sie Nachfragen haben sollten, eine Menge an Personen hier vor Ort, an die Sie sich vertrauensvoll wenden können, vertrauensvoll insofern, als Sie darauf vertrauen können, dass das, was Ihnen gesagt wird, tatsächlich einigermaßen haltbar ist. Also ich werde versuchen, heute einen Strauß von Überlegungen Ihnen bieten, die mit den Österreichern zu tun haben. Der Inhalt schaut etwa wie folgt aus. Es gibt eine kleine Einführung. Keine österreichische Schule. Also man muss sich zunächst einmal dem Thema nähern. Dann Vorläufer. Auf wen beziehen Sie sich? Wer hat gewisse Ideen vorbereitet, die Sie aufgreifen und dann weiterentwickeln? Und schließlich das längste Kapitel, eigentlich alle anderen Teile überragend, bedeutende
frühe Vertreter. Ich werde nicht auf die jüngeren Vertreter eingehen, die in Amerika und andernorts tätig sind. Das würde einfach die Veranstaltung sprengen. Ich bin so frei und erlaube mir, Ihnen Werke kurz zu nennen, aus zum Teil eigener Feder jedenfalls, editorisch, in denen etliche der Österreicher behandelt werden. Kommen Sie mit Ihrem Gerät, wenn ich so wandere? Okay, gut. Das sind diese beiden Bände, die als Klassiker des ökonomischen Denkens bei Beck erschienen sind. Und das sind Artikel eben auch von Stefan Böhm, von Richard Sturm, von Christian Gierke und anderen, die hier im Raume sind, über andere Autoren vertreten. Und dann gibt es ein kleines Bändle, Geschichte des ökonomischen Denkens. Das ist ein Versuch, von der Antike bis in die Moderne, sie vertraut zu machen mit ökonomischen Denkmustern, ein völlig abenteuerliches Unterfangen natürlich, aber gleichwohl möglicherweise als erste Orientierung von einer gewissen Eignung. Ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass das von Columbia University Press jetzt in amerikanisch herauskommt und in chinesisch wird es demnächst auch erscheinen. Das sind 120 Seiten. Also wenn Sie über alternative Denktraditionen ein bisschen etwas erfahren wollen, das ist vielleicht ein elementarer Einstieg. Österreichische Schule. Zunächst, der Begriff österreichische Schule kommt eigentlich von einem Gegner derselben, nämlich dem Historisten Gustav Schmoller, Gustav von Schmoller. Also ein Vertreter der historischen Schule, der sich mit den Österreichern in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts schwer bekriegt hat und der hat österreichische Schule jene genannt, die dort im Alpenland irgendwie, was weiß ich, hinter den Bergen gewissermaßen eine Richtung vertreten, die dem damaligen Mainstream in deutschen Landen nicht entsprach, nämlich der historischen Schule, einer historisch-ethischen, sehr stark empirisch ausgerichteten, induktiv arbeitenden Schule, im Unterschied zu den a priori, deduktiv, theoretisch und letztlich, wie er meint, ahistorisch arbeitenden Österreichern. Also eigentlich war das ein Kampfbegriff, aber er ist dann aufgenommen worden und positiv besetzt worden von einigen der Österreicher selbst, die sich dann selbst bezeichneten als Mitglieder dieser dieser österreichischen Schule. Die erste Generation der Österreicher, so wird es im Allgemeinen beschrieben in der einschlägigen Literatur, umfasst Karl Menger, den Gründungsautor, kann man sagen, dann von Böhm-Barberg und von Wieser, eine zweite Generation dann von Mises und Hayek und dann wird es zum Teil schon schwierig, ob die denn dazu zu rechnen sind, Schumpeter, sehr fragwürdig, und viele andere, Morgenstern, Haberler, Machlup, Rosenstein, Rodan, Meyer. In neuerer Zeit, in den 70er Jahren, hat sich ein berühmter Neoklassiker dann zur österreichischen Schule bekehrt, in gewissem Umfang, Hicks, mit seinem sogenannten Neo-Austrian Approach to Economics, der sehr, sehr stark abstellt auf die Bedeutung der Zeit für ökonomische Prozesse. Darauf kann ich nicht eingehen, über die meisten dieser Leute habe ich schon mal was geschrieben. Nun, in allerjüngster Zeit auch noch ein Schisma, wenn Sie so wollen, ein Streit und eine Auseinanderdifferenzierung der österreichischen Schule in zwei, nämlich radikale Subjektivisten einerseits, im Wesentlichen in der Tradition von Mises, die dann besondere Heimstatt gefunden haben in einigen amerikanischen Universitäten, Israel Kirzner, dann Rothbard und ein Spanier, Huerta de Soto, vielleicht auch ein Deutscher namens Hoppe, das ist weniger klar, aber könnte auch dazu gerechnet werden, und andererseits die stärker hayekianisch ausgerichteten Leute, die nicht ganz so stark brechen, auch mit der konventionellen Ökonomik, mit der Mainstream-Ökonomik, mit der Neoklassik. Das tun die Misesianer total, lehnen das alles ab, das ist alles Unfug, kann nicht gemacht werden und so weiter. Es ist zum Teil institutionalisiert, was dort getrieben wird, also privat finanzierte Institute, das Ludwig von Mises-Institut in den USA, auch das Cato-Institut. Österreicher sind zum Teil an Universitäten tätig, wiederum auch in den USA, George Mason, Auburn, New York University, in Freiburg in gewissem Umfang, an der Loyola University New Orleans, an der König Juan Carlos Universität, in Madrid und mehreren anderen Orten auch. Also es gibt sie, nicht sehr viele insgesamt, und verstreut über die Welt, sie sind vorhanden. Es gibt Publikationsorgane wie unter anderem das Quarterly Journal of Austrian Economics. Das als
grober Überblick über die aktuelle Situation. Nun, was sind die Merkmale dieser österreichischen Schule, wenn man sich denn überhaupt auf sowas einlassen will, auf so eine Beschreibung? Aber wenn man von Schule redet, sollte man das. Dann muss es ja was Gemeinsames geben. Was also ist dieses? Ich glaube, es gibt weitgehend Übereinstimmung, dass die Methode ist, die Methode des methodologischen Individualismus. Man geht aus von einzelnen Akteuren, deren Bedürftigkeiten und Wünschen, deren Wertschätzungen von Dingen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und versucht ausgehend davon, Gesellschaft zu konstruieren. Also ein radikaler Reduktionismus makroökonomischer, gesamtgesellschaftlicher Phänomene auf die Einzelnen und deren Interaktion. Es ist sehr stark subjektivistisch. Also die Einzelnen sind diejenigen, die entscheiden über das, was sie wollen, was sie dann auch tun, was sie kaufen, gegebenenfalls verkaufen. Und die Interaktion, das Zusammenspiel der Einzelnen ist von Bedeutung. Und das Ganze führt zu einer Konzentration auf das, was häufig genannt wird, die Katalaktik. Das sind also Tausch, Handel unter Individuen. Eine Theorie des Tausches und des Handels. Ein charakteristisches Merkmal der Neoklassik, insbesondere auch gegenüber der Valerianischen Theorie, ist die Betonung der Zeit. Jede ökonomische Aktivität ist ein zeitraubender Akt, geht in eine mehr oder weniger ungewisse Zukunft hinein. Und deswegen sind Österreicher ganz, ganz kritisch gegenüber atemporalen Theorien, die diesem Umstand nicht Rechnung tragen. Wenn etwas in die Zeit hineingeht, dann ist es die Zukunft. Die Zukunft aber ist mehr oder weniger unsicher und deshalb ist menschliches Tun fehleranfällig. Es gibt ein Unterkapitel bei Karl Menger, heißt Zeitirrtum. Also die Irrtumsanfälligkeit von menschlichem Tun liegt auf der Hand. Es spielen Erwartungen eine Rolle, Lernprozesse, generell eine Untersuchung, soweit es möglich ist, des Problems von Information, von Wissen, was kann ein Einzelner überhaupt wissen, was kann man über die Gesellschaft wissen, das ist zugleich natürlich eine Kritik dann an staatlicher Intervention, weil was kann im Grunde genommen ein Regulator, ein Interventionist denn schon alles wissen über das, was die Einzelnen im Schilde führen. Geld wird begriffen als eine Institution, die sich ergibt aus der Evolution von Tauschbeziehungen. Dort gibt es Überlegungen, die insbesondere von Menger, aber dann auch von Wieser angestellt werden. Die Wirtschaft wird begriffen als ein sich selbst organisierendes System. Es sind alles Anhänger der Grenznutzentheorie. Das ist ein wichtiges Prinzip, um das Überlegungen kreisen. Es sind alles Autoren, die sich sehr, sehr gründlich, nicht alle gleich gründlich, aber einige sehr, sehr gründlich mit der Theoriegeschichte befassen. Also das gilt insbesondere natürlich für Böhm-Bawerk, auch für Hayek, auch für Schumpeter. Wenn man weitere Merkmale ins Spiel bringt, dann scheiden sich die Geister. Mathematik beispielsweise ist für Böhm-Bawerk und insbesondere für Mises etwas geradezu Teuflisches. Ein Verstoß gegen alle wissenschaftliche Logik, soweit es die Logik des Ökonomen anbelangt, das ist verboten, verpönt, darf nicht sein. Auch Statistik, Ökonometrie wird von einigen strengstens abgelehnt. Also das, was Sie in Ihrem Curriculum zum Teil erlernen, würde ausgetrieben werden mit Weihwasser und vielleicht anderen Mitteln, wenn die nicht reichen sollten. Es geht dort um die Frage halt unidirektionale Kausalität auch, wenn man die Mathematik sich anschaut und die allgemeine Gleichgewichtstheorie, wo es um Systeme von simultanen Gleichungen geht, das wird nicht akzeptiert, von den meisten jedenfalls. Also wird sehr, sehr kritisch gesehen. Man muss im Grunde genommen Ökonomisches erklären aus der Kausalität des Tuns der Einzelnen heraus, simultane Gleichungen, wechselseitige Bestimmung, allgemeine Interdependenz, nein. Makroökonomik wird von einigen als völlig, völlig unmöglich betrachtet, das gibt es gar nicht, weil es sozusagen aus dem Blick verliert, das einzelne Individuum. Das ist nicht mehr im Grunde genommen das handelnde Subjekt, das dort im Zentrum steht, dort arbeitet man mit Aggregaten,
und die erste Kritik, die dort diesbezüglich ruchbar geworden ist seitens der Österreicher, bezog sich ja auf Keynes, auf die General Theory of Employment Interest and Money, wovon der Konsumfunktion und so weiter bis all das die Rede war. Wohlfahrtsökonomik, ja, auch da gibt es einige, die das gänzlich ablehnen. Das ist Unfug, das kann man nicht machen, das ist verpönt. Konsumentensouveränität, das ist ein großes Thema, prinzipiell ja, das sollte so sein. Aber auch hier gibt es einige, die der Konsumentensouveränität nicht ganz so große Bedeutung beimessen wie andere. Schumpeter gehört dazu, weil es eben Unternehmer gibt, die neue Produkte einführen und dann geradezu in einem Prozess, der zum Teil, er schreibt es so, fast gewaltsamen Charakters ist, diese neue Produkte anderen aufzwingen. Das heißt, der Konsument ist dort nicht einer, der aus freien Stücken gewissermaßen seine Präferenzen laufen lässt, sondern der muss ordentlich lernen und die ganze Zeit, ob er will oder nicht. Ja? Also es wird unterschiedlich gesehen. Spartätigkeit als Schlüssel zu Reichtum, das wird von einigen Österreichern sehr stark vertreten und sie sind diesbezüglich ganz Smithianer, der ja gesagt hat, der sparsame Mensch sei ein öffentlicher Wohltäter und der Prasser sei einer, der im Grunde genommen kollektives Leid erzeugt. Einige der Österreicher folgen sehr, sehr stark diese Richtung. Freiwillige Ersparnis ist es, die im Grunde genommen Reichtum erzeugt, individuell und kollektiv. Aber es gibt andere, die sagen, das ist nicht so. Wiederum ist Schumpeter ein Bête noir, ein schwarzes Tier in der Truppe, der sagt, nein, es sind Innovationen. Die Innovationen treiben das ökonomische System voran. Ökonomischer Liberalismus, ja, natürlich alle, aber auch wiederum mehr oder weniger stark. Ist es pures Laissez-faire, Laissez-aller? Le monde va de lui-même? Einige ja, Mises ganz gewiss, bloß keine Intervention. Bei anderen sieht es anders aus, speziell was das Bankensystem anlangt. Da gibt es etliche Autoren, die sagen, das ist inhärent instabil, da muss man etwas tun, da muss man regulieren. Aber auch wenn der innovative Teil der Entwicklung sehr, sehr stark negative Effekte zeitigt, kreative Zerstörung, Schumpeter, muss man gegebenenfalls was machen. Ich gehe nicht ein auf den politischen Individualismus und all das, also auch die Hayek'sche Sozialphilosophie, dazu besteht keine Zeit. Vorläufer. Die Vorläufer sind einerseits von Menger jedenfalls in seinem Gründungswerk 1871 so deklariert, Vertreter der sogenannten deutschen Nutzwertschule. Das ist eine Schule, die etabliert sich so Anfang des 19. Jahrhunderts, hat etliche Vertreter, Hufeland, von Thünen gehört dort nicht richtig dazu, von Hermann nur bedingt, Rau, Hildebrand, von Mangold, Knies, andere. Auf die bezieht er sich sehr stark und der Menger schreibt auch in seinem Buch eingangs, er widme sein Buch dem Kulminationspunkt dieser Richtung, Wilhelm Roscher. Ja, also das ist sozusagen mit freundlicher Hochachtung gegenüber den Leistungen der deutschen Ökonomen, widme ich mein Werk diesem. In dieser deutschen Nutzwertschule kann man sagen, wird die Grenznutzentheorie vorweggenommen, die dann auch bei den Österreichern eine große, zum Teil mit eigener Akzentuierung versehene Rolle spielt, aber auch die Grenzproduktivitätstheorie. Der Gründer der Grenzproduktivitätstheorie, kann man sagen, ist Thünen, 1826 im Wesentlichen, der hat die wichtigen Dinge dort geschrieben. Theorie und Geschichte, dort finden Sie noch eine Kombination der beiden, nicht den Kampf wie dann im Methodenstreit zwischen Schmoller und Menger. Also historisches Material illustriert die ökonomische Theorie und steckt ihren Geltungsbereich ab und die Theorie bringt das Material erst zum Sprechen. Sie brauchen Theorie, um Historie zu verstehen. Das ändert sich nach kurzer Zeit. Das ist ein wichtiger Trupp von Vorläufern. Ein anderer ist natürlich die schottische Aufklärung. Nicht alle gleichermaßen, vor allem David Hume, auf den wird stark Bezug genommen, von Hayek beispielsweise, Richard Cantillon, auch ein bedeutender Autor, Adam Ferguson. Adam Smith ist eine Person, die unterschiedlich beurteilt wird, von einigen durchaus sehr kritisch, darauf kommen wir noch zu sprechen, warum das so ist. Aber das ist eine zweite bedeutende Quelle. Und die dritte, das ist vielleicht etwas verwunderlich für einige von Ihnen, das ist die
Scholastik, und zwar die spanische Scholastik, die Spätscholastik, insbesondere Vertreter der Schule von Salamanca. Also wir reden vom 16., allenfalls Anfang des 17. Jahrhunderts. Und insbesondere Böhm-Bawerk einerseits, aber Hayek in seiner Nobelpreisrede und dann von ihm dazu angeleitet, Marjorie Grice Hutcheson, studieren, welche Ideen der Österreicher sich gewissermaßen zurückverfolgen lassen in das scholastische Schrifttum. Das sind Leute, die stark beeinflusst sind von Thomas von Aquin, theologische, katholische Theologen und Rechtsgelehrten zu nennen, insbesondere Luis de Molina, Juan de Lugo, dann ein flämischer Jesuit, auch in dieser Frühphase, Lessius, auf den das Konzept der Zeitpräferenz zurückgeht, auf das die Österreicher letztlich sich dann vor allem beziehen. Das wird gewissermaßen eine ganz, ganz zentrale Kategorie in österreichischem Denken. Und verschiedene andere Ideen, also Werte subjektiv. Es sind die individuellen Einschätzungen, die Wert zumessen einer Sache. Wettbewerb als Prozess verstanden. Das Konzept der Konkurrenz kommt erst sehr, sehr spät eigentlich dominant in die ökonomische Analyse hinein, aber hier finden Sie erste Vorahnungen davon. Wettbewerb als Prozess verstanden, nicht als Zustand. Zeitpräferenz, davon war die Rede. Die Rolle der Banken und was die alles verbrechen können. Ja? Was die alles anrichten können durch ihre zu üppige, durch ihren zu üppig angefachten Geldkreislauf, Kredit und dergleichen. Information und Wissen, Marktintervention als potenzielle Verletzung des Naturrechts, ökonomischer Liberalismus. Dahinter steht natürlich auch die Frage, was ist des Kaisers oder des Königs und was ist des Papstes? Also da gibt es auch eine Debatte noch über relative Mächtigkeiten, die im Spiel sind, die nicht unbedeutsam sind. So, was werde ich heute machen? Wir haben etwas spät angefangen, gell? Das ist Ihnen schon bewusst. Was werde ich heute machen? Also, welchen Blickwinkel angesichts dieses Riesenthemas? Nicht? Kapitalismus verstanden als überhistorisches Phänomen. Den hat es eigentlich immer schon gegeben, wird es immer geben. Das ist jedenfalls eine sehr dominante Meinung. Mitunter unterbrochen von irgendwelchen Leuten, die nicht richtig verstehen, wie die Dinge eigentlich sind. Ja? Also eigentlich als überhistorisches Phänomen. Und warum? Weil die natürlichen Anlagen des Menschen dadurch zum Ausdruck gebracht werden. Das ist eine ähnliche Spekulation, wie man sie bei Smith findet, der ja auch lange Episteln schreibt über den Menschen, was aus den Anlagen des Menschen, die natürlich vorgegeben sind, resultiert für die Gesellschaft. Und es einigt sie natürlich eine kapitalismusfreundliche Grundhaltung. Das ist völlig evident, alle zusammen sind sehr, sehr kapitalismusfreundlich. Nun, das muss man sehen vor dem Hintergrund, der ist schon angeklungen, zweier noch durchaus starker Strömungen. Einerseits der Scholastik, Aristoteles und die Kirchenmänner mit ihrer Lehre vom Zins als Wucher. Verstehen Sie, jeder Zins ist Wucher, das ist ganz schlecht, das ist verpönt gewesen. Bis ins späte 19. Jahrhundert gab es in der Kirche noch eigentlich ein kanonisches Zinsverbot. Das ist das eine. Was ist sozusagen falsch an dieser Vorstellung? Und andererseits, und natürlich wichtiger im zeitgenössischen Kontext, ja, das Wachstum sozialistischer Strömungen und Marxens. Profit und Zins als Ausbeutung der Arbeiter. Ja? Das ist im Grunde genommen Besitzeinkommen pur und es beruht auf Ausbeutung. Wie sich dagegen in Szene setzen? Dagegen kämpfen die Österreicher. Allesamt, das kann man zeigen, alle. Und ein Reibebaum im Hintergrund ist natürlich Adam Smith. Nun, wenn Sie Adam Smith sich anschauen, dann kann man vielleicht in aller Kürze sagen, eine seiner Leistungen bestand darin, dass er den Profit als gesellschaftsfähiges Phänomen eigentlich ausgewiesen hat. Und zwar durch folgendes Argument. Einerseits ist eigensüchtiges Verhalten, Gier, Raffgier, und ähnliches mehr. Unter moralphilosophischen Gesichtspunkten natürlich kritisierenswert.
Smith war Moralphilosoph. Aber andererseits vertrat er die Auffassung, dass eine rein auf die Motive der Menschen blickende Betrachtungsweise zu kurz greife. Man müsse sich anschauen, was auf Basis dieser Motive schließlich in Form von Handlungen und Resultaten gezeitigt wird. Wenn man sich das anschaue, dann sind diejenigen, die möglichst viel Profit machen wollen, insoweit sie diesen Profit akkumulieren, das heißt sparen und investieren, Wohltäter der Gesellschaft. Denn über den Prozess der Akkumulation von Kapital kommt es zu einer Vertiefung der Arbeitsteilung. Über die Vertiefung der Arbeitsteilung kommt es zu steigender Arbeitsproduktivität. Über steigende Arbeitsproduktivität kommt es zu einer Erhöhung der Einkommen pro Kopf. Und insofern haben Sie sozusagen die nicht intendierten Ergebnisse von eigensinnigen und eigensüchtigen Verhalten als sozusagen das Positive an der Angelegenheit. Aber Sie finden bei Smith immer noch die Vorstellung, Profit ist Abzug vom Produkt der Arbeit. Er sagt das ganz expressis verbis. Ja? Aber wenn und insoweit akkumuliert wird, dieser virtuose Zirkel der Steigerung des Wohlstands der Nation. Nicht intendierte Konsequenzen menschlichen Tuns, ein Generalthema auch bei den Österreichern. Was Sie dort finden ist, prinzipiell können ja die nicht intendierten Konsequenzen verschiedenerlei sein. Entweder negativ oder positiv, wie bei Smith hier mehr versiert, oder möglicherweise nicht besonders ins Gewicht fallen, sind schon da, aber unbedeutend. Bei den Österreichern haben sie zum Teil eine ganz klare Verengung der Implikationen auf positive Effekte. Ja? Keine negativen. Smith sieht auch unter gewissen Umständen negative Effekte, hier sehen Sie nur noch positive. Das finden Sie zum Teil dann in der Tea Party-Bewegung und dergleichen, wo sozusagen eigensüchtiges Handeln immer zum Vorteil der vielen ist. Ja? Sie können kein schlechter Mensch wirklich sein. Das wird Ihnen geradezu nicht erlaubt gesellschaftlich. Sie erzeugen immer das Gute letztlich. Und die Österreicher, glaube ich, sind, das lässt sich vermutlich etwas plakativ so sagen, der Tendenz nach der Auffassung, eigensüchtiges Verhalten, eigeninteressiertes Verhalten zeitigt Nebeneffekte, die keiner im Kopf haben kann vorweg, aber die sind vorzugsweise vorteilhaft für alle anderen. Also, Zins und Profit sind billig, nicht billig im Sinne von ethisch nicht beanstandenswert, also in diesem Sinne, ja, nicht klein oder sonst was. Nein, sie sind nicht zu kritisieren. Es bestehen allerdings sehr gravierende Unterschiede in der Erklärung im Einzelnen. So, bedeutende Vertreter. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder von den Leuten, damit Sie sie mal gesehen haben. Ihren Lebenslauf ganz knapp und dann werde ich ein paar Worte sagen über einige, die mir besonders interessant erscheinen, Überlegungen, die sie angestellt haben. Also 1871 von Menger die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Das Gründungswerk dieser Schule, wenn es denn eine gibt. Dann 1979 eine Reaktion auf die mangelnde Behandlung seines Werks im deutschen Sprachraum durch die historischen Schüler, eine Attacke auf die historische Schule. Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere, das wird der sogenannte Methodenstreit. Er ist, glaube ich, intellektuell weniger fruchtbar als universitätspolitisch effektiv. Denn in Deutschland werden die Helme enger geschnallt und alle Theoretiker von der Universität ferngehalten. Also sozusagen Selektionen nach Maßgabe von nichtwissenschaftlichen Kriterien, das ist nichts Neues. Wenn Sie der Auffassung sind, das würde ja heute noch dann und wann vorkommen, damals kam es in großem Umfang vor. Das System Althoff hat verhindert, dass sogar Smithianer Professuren bekommen haben, weil die waren bereits zu theorieaffin. Ja? Ich meine, die historischen Schüler haben eine bedeutende Rolle gespielt in der Bismarckschen Sozialreformgesetzgebung. Es waren sogenannte Kathedersozialisten, haben mitgearbeitet an der Einführung von Versicherungen von und so weiter. Ich werde im Folgenden mich im Wesentlichen beziehen auf die Grundsätze. Nun,
angeblich der Gründer. Er selbst, glaube ich, hat sich nicht so gesehen. Es gibt einen gewissen Streit, ob er nicht irgendwo klammheimlich doch dann einmal, wann er mal gesagt hat, vielleicht war ich doch also der ganz Wichtige etc. Ich glaube, er hat sich nicht so gesehen, sondern er hat sich gesehen im Kontinuum der Entwicklung ökonomischer Ideen von der Deutschen Nutzwertschule ausgehend. Und natürlich, Streißler hat recht, wenn er sagt, die Idee, dass die österreichische Nationalökonomik geharnischt wie Pallas Athene dem Gehirn Mengers entsprang, das ist ein Gründungsmythos, Unfug. Der basiert auf vorherigen Autoren, setzt sich kritisch mit ihnen auseinander, entwickelt weiter und so weiter und so fort. Was sind die Charakteristika? Ja, methodisch, man muss ausgehen vom bedürftigen Individuum und dessen Wertschätzung von Dingen. Ein jeder Mensch muss, um zu überleben, sich gewisse Bedürfnisse befriedigen. Er wird den Dingen, die dazu geeignet sind, eine Wertschätzung entgegenbringen und diese Wertschätzung ist letztlich wertbegründend. Wenn eine Sache Wert hat, dann weil und nur weil irgendwelche Individuen aus subjektiver Sicht heraus ihm die Fähigkeit zuordnen, Bedürfnisse zu befriedigen. Über mehrere Stufen ausgehend hiervon ist eine Theorie der Gesellschaft und der Wirtschaft insgesamt zu entwickeln. Das Ganze basiert sehr stark auf Introspektion. Also ich selbst bin im Grunde genommen das Maß der Dinge. Ich weiß, wie Wirtschaft geht, was da zu tun ist. Und dann geht es darum, sinnübertragende und gehalterweiternde Schritte zu unternehmen, um schließlich zur Gesamtgesellschaft zu kommen. Die Methode ist, wie betont wird, kausal-genetisch. Kausal-genetisch. Sie versucht, die Ursprünge zu erfassen. Dort liegt der Urgrund und dann geben von diesem Urgrund weiter. Also das Gesetz von Ursache und Wirkung ist allgemein gültig hier. Ausgangspunkt, das sagt Menger ganz deutlich, ist eine Robinsonade. Er erörtert Robinson Crusoe auf seiner Insel und was der tut, wie der gewissermaßen seine Bedürfnisse beurteilt, wie er die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, einsetzt und ähnliches mehr. Und Sie können sagen, in gewisser Weise führt von Robinson Crusoe und der Robinsonade bei Menger ein Weg zu dem repräsentativen Akteur, der ihm sozusagen alles ökonomisch Wissenswerte zu erklären erlaubt. Es ist ein bisschen eine strenge These, aber ich glaube, da sind deutliche Bezüge vorhanden. Die Klassik wird kritisiert. Als erstes natürlich die Arbeitswertlehre. Smith, Ricardo, das waren Vertreter der Arbeitswertlehre und das Argument ist im Wesentlichen, die gehen von der Produktion aus, während man richtigerweise vom bedürftigen Individuum ausgehen sollte, von dessen Wertschätzungen, von dessen subjektiven Beurteilungen. Das ist falsch. Wenn Sie dann die Theorie genau anschauen und die Erklärung relativer Preise, werden Sie feststellen, ich komme drauf, dass auch die Österreicher Vertreter der Arbeitswertlehre sind. Jedenfalls viele. Ich komme noch darauf zu sprechen. Ein großes Problem, so meinen Sie, sei das sogenannte klassische Wertparadoxon, das zu lösen Smith nicht gelungen sei. Was ist das klassische Wertparadoxon? Sie kennen die Geschichte, warum ist der Diamant teuer und warum ist das Wasser billig? Ja? Das habe Smith nicht adäquat zu erklären vermocht. Nun, Smith hat eine Erklärung gegeben, die ist darauf hinausgelaufen, dass der Diamant teuer ist, weil er schwer zu finden ist, die Exploration und Such- und sonstigen Kosten hoch sind. Beim Wasser verhält es sich nicht so. Und was die Nützlichkeit der Sache anlangt, ist Smith der Auffassung, der Diamant hat im Wesentlichen in der damaligen Zeit die Funktion, anderen zu signalisieren, was für eine Bedeutung man in der Gesellschaft hat. Also das heißt, das kann man gar nicht klären durch einen bloßen Bezug des Individuums zu irgendeinem Gut. Da sind andere Individuen noch im Spiel, denen ich imponieren will. Also ich finde, da ist ein bisschen ein Problem, aber ich will nicht näher darauf eingehen, das ist jedenfalls ein großes Thema. Was Menger dann macht, er baut eine Güterhierarchie auf. Er sagt, die verschiedenen Güter kann man unterscheiden nach Nähe zum Konsum und damit zur direkten Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Güter erster Ordnung sind pure Konsumgüter. Güter zweiter Ordnung sind Güter benötigt zur Produktion der Konsumgüter.
also der Güter erster Ordnung. Güter dritter Ordnung sind Güter benötigt zur Produktion der Güter zweiter Ordnung und so weiter. Also alle Güter höherer Ordnung sind, würde man heute sagen, Inputs in der einen oder anderen Form. Das sind entweder Arbeitsmengen oder es sind Bodenleistungen oder es sind intermediäre Produkte, genannt Kapitalgüter, die im Zuge der Produktion des Konsumgutes erzeugt und schließlich verbraucht werden. Nun, das wertende Verhalten von Individuen bestimmt rein subjektiv, auf subjektivistischer Basis, die Werte der Güter erster Ordnung. Das ist die Mengersche These. Also, die Individuen bestimmen die Güter, die Werte der Güter erster Ordnung, die Preise in letzter Instanz. Und was ist dann mit den Preisen der Güter zweiter, dritter, vierter Ordnung? Das Argument ist, ja, die werden daraus irgendwie abgeleitet. Und wie werden sie daraus abgeleitet? Das ist das große Imputationsproblem, Zurechnungsproblem. Das Mengersche Argument läuft darauf hinaus, dass er sagt, ja, wenn ich von irgendeinem Input weniger zur Verfügung hätte, als ich benötigen würde, um eine gewisse Menge eines gewissen Endprodukts, eines Konsumguts zu erzeugen, wie viel weniger erzeuge ich dann von diesem Endprodukt? Und das ist gewissermaßen der Wert dieses Inputs dann. Es läuft in letzter Instanz dann bei Wiese auf das Opportunitätskostenprinzip hinaus. Die Österreicher sind diejenigen, die das, glaube ich, als mit Erste formuliert haben. Aber eine wirklich überzeugende Lösung gelingt Menger diesbezüglich nicht. Was, kann man sich sofort fragen, wenn die Zahl der Güter erster Ordnung nicht gleich der Zahl der Güter aller anderen Ordnungen ist? Dann haben Sie N Konsumgüter, deren Preise Sie subjektivistisch bestimmt haben, aber Sie haben M Inputs, größer oder kleiner als N, was dann? Da knirscht es irgendwie, ja? Passt nicht zurecht. Was im Falle zirkulärer Produktion? Was im Fall, wenn Sie ein Gut haben, das einerseits ein Konsumgut ist, aber auch ein Input? Getreide als Konsumgut und Getreide als Saatgut und so weiter. Also das sind viele offene Enden. Was im Fall von Zinseszins? Also Menger ist dort nicht sehr weit gekommen. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Aber das Interessante ist, und das ist wirkungsmächtig gewesen in der Geschichte unseres Faches, es ist die Vorstellung, dass Konsumgüter, die am Ende gewissermaßen der Reihe stehen, ja, der Linie, dass die immer kapitalintensiver erzeugt werden als Kapitalgüter, die davor stehen. Verstehen Sie? Konsumgüter werden kapitalintensiver erzeugt als Kapitalgüter. Ganz wichtig. Und das durchzieht die ökonomische Theorie in wesentlichen Bezügen bis auf den heutigen Tag. Aber was bedeutet das? Steigt der Zinssatz und fällt korrespondierend der Lohnsatz, dann steigt die Kapitalintensität. Das kennen Sie aus der ökonomischen Analyse, wenn Sie Makroökonomik treiben. Ja? Aber stimmt das hier? Man kann zeigen, das stimmt nicht hier und generell stimmt es auch nicht. Man kann nicht generell sagen, dass dieses kleine Nullzeichen dort stimmt. Also die Kapitalintensität, die würde mit steigendem Zins-Lohn-Verhältnis immer sinken, kann man nicht generell sagen. Aber ihre Wurzel geht sehr, sehr stark zurück auf den Begriff der Produktion als ein unidirektionaler Prozess, der von originären Inputs über mehrere Zwischenprodukte zu Endprodukten führt und wo die Endprodukte immer kapitalintensiver erzeugt werden als die Zwischenprodukte. Menger versucht dann auch natürlich den Zins, häufig ein Synonym für Profit bei den Österreichern, zu bestimmen. Und was er da sagt ist, ja, der Profit ist nichts anderes als die Vergütung der Kapitalnutzung. Es gibt das Kapitalgut, das ist ein Gut, und dann gibt es die Kapitalgutsnutzung, das ist ein anderes Gut, und was man für die Kapitalgutsnutzung zahlt, das ist letztlich der Zins. Wird später heftigst attackiert von einem anderen Österreicher. Gut, Exkurs, die Arbeitswertlehre, das nur ganz knapp. Oh Gott, ich bin noch bei Menger. Sie kommen zu keinem substanziell anderen Ergebnis, wenn man es sich anschaut. Sie sagen es beim Barwerk auch, bei Visa, relative Preise und relative Arbeitsmengen,
laufen auf das Gleiche hinaus unter gewissen Umständen. Ich will nicht eingehen auf die moderne makroökonomische Produktionsfunktion, wo auch Arbeitswerttheoretiker am Werk sind, weil ja die Behauptung unterstellt wird, dass Kapitalgut und Konsumgutspreisverhältnis sich nicht ändert, aber das geht nur, wenn die Arbeitswerttheorie gilt. Das ist vielleicht sozusagen eine Fußnote, die können Sie im Kopf behalten, glauben oder auch nicht. Ich gehe weiter. Beim Bauwerk. Sagen Sie, ist es zu schnell? Ist es zu langsam? Nein, okay. Es tut mir leid, es mag sein, dass ich sozusagen mit diesem Bauchkasten von Ideen und auch zum Teil Verschiebebahnhöfen eine Überforderung betreibe. Eugen von Bembarwerk, der Mensch, der auf der 100 Schilling Banknote war, einer der wenigen, die es auf eine Banknote gebracht hat. Natürlich, sein wichtiges Werk ist 1884 und 89 Kapital und Kapitalzins. Kapitalzins ist Profit. Oder auch natürlich Geldzins. Aber vor allem Profit. Und schließlich die positive Theorie des Kapitals. Es war ein Versuch, auch wiederum den Kapitalprofit zu erklären und ihn in den odiosen Charakter der Ausbeutung zu nehmen. Das ist geschrieben gegen Marx, die Sozialisten, Rotbertus in Deutschland und so weiter und so fort. Er war auch Finanzminister. Damals hat man Finanzminister gehabt, die noch eine akademische Ausbildung hatten und gelegentlich auch sogar was von der Sache verstanden. Was nicht heißt, dass Nicht-Akademiker nicht auch gelegentlich was von der Sache verstehen. Er hat sich mit Schumpeter sehr gestritten, darauf komme ich noch zu sprechen. Also, schauen Sie mal, die Sprache allein. Böhm-Bawerk ist auf der Suche nach dem erlösenden Wort in der Zins- und Profittheorie. Dem erlösenden Wort. Endlich muss das erlösende Wort gesprochen werden und nicht mehr dieser Unfug grassieren. Ja. Nun, Kapital ist kein dritter Produktionsfaktor, sagt er. Ganz expresses Verbis. Kapital ist nichts anderes als ein Behältnis, in dem Arbeits-, vorgetane Arbeits- und Bodenleistung, Naturleistung aufgespeichert sind. Kapital, Zins ist Besitzeinkommen pur, da lässt er keinen Zweifel dran. Das ist keine Art von Unternehmerlohn oder Risikoprämie. Nein, es ist Besitzeinkommen pur. Und dann, was am Kapitalzins überhaupt zum Nachdenken herausfordert, er ist ein wunderbarer Formulierer gelegentlich, ist sein arbeitsloses Hervorquellen aus einem gleichsam zeugenden Muttergut. Ja? Wenn Sie das über mehrere hundert Seiten lesen, dann kann das mühselig werden, aber er ist, ich finde, er ist großartig. Er sagt die Sachen mitunter sehr, sehr deutlich. Er ist gegen jegliche Produktivitätstheorie. Er ist gegen John Bates Clark und die Grenzproduktivitätstheorie. Ich finde es Unfug, weil das ist Produktionstheorie, das ist nicht Werttheorie und die Zinserklärung ist ein werttheoretisches Problem. Er ist gegen die Nutzungstheorie von Menger, weil er sagt, was du da machst, mein lieber Menger, das ist Doppelzählung. Im Wert des Kapitalguts muss seine Nutzung beinhaltet sein. Du zählst doppelt, deswegen taugt es nichts. Menger war erbost natürlich über diese Kritik. Schumpeter nennt beim Bawerk den bürgerlichen Marx, weil das war er in der Tat. Der Versuch sozusagen, den Marx aus dem Feld zu schlagen und eine alternative Erklärung von Kapitalzins zu liefern. Wie tut er das? Er stellt drei Gründe vor, fundamentale Gründe, wie er meint, weshalb der Zins positiv sei. Das erste ist die Höherschätzung der Gegenwart gegenüber den Zukunftsbedürfnissen. Das ist in den Kanon der ökonomischen Theorie eingegangen als eine positive Zeitpräferenzrate. Geht natürlich auf eine Zeit vor beim Bawerk zurück. Bentham hat das unter anderem auch gesagt und wir haben zuvor gehört, Lessius. Das ist das Erste. Also Menschen schätzen ein Güterquantum gegebenen Umfangs und gegebener Qualität heute höher ein als dasselbe Güterquantum morgen, höher ein als übermorgen und so weiter und so fort. Ein zweites Argument, das er verkoppelt mit diesem ist, die Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege. Wenn Sie die Produktionsumwege verlängern, steigern Sie die Produktivität. Das typische Beispiel, was die Österreicher geben, ist der Fischfang.
Sie können Fische mit bloßer Hand fangen, da ist das Ergebnis vermutlich sehr, sehr gering. Sie können vorher ein anderes Produkt erzeugen, meinetwegen einen Ast abreißen, zuspitzen und dann den Fisch stechen. Da wird das Ergebnis höher sein, auf die Gesamtarbeitszeit, die da aufgewandt worden ist, berechnet. Wenn Sie am Boden ein Netz bauen, noch höher. Kurzum, es ist eigentlich ein Verständnis des Zivilisationsprozesses insgesamt als das Einschlagen immer längerer Produktionsumwege. Bis Sie zum Konsumgut kommen, sind viele, viele Phasen vorgängiger Produktion von intermediären Produkten zu leisten. Es ist die österreichische Variante, könnten Sie sagen, von Smiths Theorie der immer größeren Arbeitsteilung. Denn auch das beinhaltet Arbeitsteilung, wenn die verschiedenen Produkte in verschiedenen Betrieben erzeugt werden. Also Mehrgiebigkeit längerer Produktionsumwege. Dann gibt es noch einen dritten Grund, auf den gehe ich nicht ein. Zins, ein intertemporaler Preis, ein Ajo, ein Aufschlag auf Gegenwartsgüter. Das ist eine Lehre. Ich werde noch etwas dazu ausführen, aber zunächst, was sind die Implikationen? Kritik der Ausbeutungstheorie. Ben Barek sagt, wenn jemand die Forderung erhebt, nach dem Recht auf den vollen Arbeitsertrag, so sei dem nicht zu widersprechen. Aber was bedeutet das? Bedeutet es, dass die gesamte Produktion, die am Ende eines Jahres anfällt, den Arbeitskräften zur Verfügung gestellt werden muss? Antwort nein. Denn sie sind im Grunde genommen Personen, die den Vorteil hatten, von dem Einschlagen längerer Produktionsumwege, und dieses Einschlagen längerer Produktionsumwege ist Resultat von Sparleistungen von frugalen Leuten, und das muss abgegolten werden, und die Abgeltung ist der Zins. Ist klar? Das ist die Idee. Das heißt, die Produktivität der Arbeit wird erhöht über die Kapitalbildung, hier beim Barwerk über längere Produktionsumwege, und diese längeren Produktionsumwege sind die Quelle von Zins. Deswegen ist die Ausbeutungstheorie zurückzuweisen. Nun hält das beim Barwerksche Argument aus der Sicht seiner Kollegen. Der erste Grund, die Höherschätzung der Gegenwärts gegenüber den Zukunftsbedürfnissen, die Zeitpräferenz. Das Argument damals war, von mehreren Leuten vorgetragen, eine systematische Unterschätzung zukünftiger Güter involviert irrationales Verhalten. Insbesondere wenn man von Risiken und dergleichen absieht, was er tut, involviert irrationales Verhalten. Und insbesondere von Wieser, dem Schwager beim Barwerks, und Schumpeter wird eingewandt, Höherschätzung ist nicht die Ursache, sondern die Folge eines positiven Zinssatzes. Also die Zeitpräferenz ist nicht die Ursache eines positiven Zinssatzes, sondern die Folge. Wenn es einmal einen Zins hat, dann muss man diskontieren. Verstehen Sie? Also Ursache, Wirkung. Das wird von Schumpeter und Wieser eingewandt. Also die österreichische Schule vereint im Streite. Längere Produktionsumwege, sind die wirklich immer der Schlüssel für eine höhere Produktivität? Zunächst muss man sagen, Böhm Barwerk entwickelt das Konzept der durchschnittlichen Produktionsperiode. Ich glaube, ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären, das ist ein bisschen zu schwierig, sonst komme ich nicht zu den anderen Dingen, also vergessen wir das. Er entwickelt das Konzept der durchschnittlichen Produktionsperiode als Maß für den kapitalistischen Charakter der Produktion. Was Sie hieran schon sehen ist, im Grunde ist jegliche Produktion immer mehr oder weniger kapitalistisch, egal wo. Egal wie sich die Gesellschaft nennt, in der produziert wird. Denn es besagt nur, dass produzierte Produktionsmittel und Produktionsumwege zur Anwendung kommen. Ja? Immer und überall. So wie das Prinzip des Grenznutzens immer und überall gilt. Ob das die Leute wissen, ob sozusagen schon jemand aufgetreten ist, der ihnen gesagt hat, es gibt so ein Prinzip im antiken Rom oder nicht, völlig irrelevant. Ja? Das Problem mit seinem Konzept ist, das Maß ist nicht unabhängig vom Zinssatz. Wenn Sie den Produktionsprozess, vielleicht muss ich da was sagen, Sie vorstellen als beginnend mit Arbeit, nur Arbeit. Dann erzeugen Sie ein Zwischenprodukt, wie zuvor bei dem Fischereibeispiel. Dann erzeugen Sie mit zusätzlicher Arbeit ein weiteres Zwischenprodukt, meinetwegen das Boot, mit weiterer Arbeit noch ein Netz und am Schluss fangen Sie Fische. Da haben Sie Kosten, Lohnkosten,
am Anfang, die werden aufzuzinsen sein, bis das Zwischenprodukt, das Sie erzeugt haben, dann mittels neuer zuschüssiger Arbeit weiterverarbeitet wird. Das müssen Sie wieder aufzinsen, Sie haben Zinseszins. Ja? Wenn Sie Zinseszins haben, dann können Sie die Produktionsperiode nicht mehr bestimmen, unabhängig vom Zinssatz. Das heißt, er nimmt die durchschnittliche Produktionsperiode als Maß für die Kapitalausstattung. Aber um den Zins zu bestimmen, aber der Zins ist schon drin. Ein Zirkelschlussargument, das auf andere ähnlich gelagerten Theorien angewandt worden ist. Er rechnet überdies mit einfachen Zinsen. Die österreichischen Beamten damals, die haben, glaube ich, das Zinseszinsproblem noch nicht so ganz im Visier gehabt. Also, Schumpeter kritisiert ihn. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass technischer Fortschritt immer mit einer Verlängerung der Produktionsperiode einhergeht. Kann auch zu Verkürzungen kommen. Wieso denkst du, das sei so? Irving Fisher setzt sich mit ihm auseinander in einem partialanalytischen Kontext und sagt, bei niedrigerem Zinssatz ist nicht notwendigerweise garantiert, dass Sie auf einen kapitalintensiveren Prozess umsteigen, so wie bei einem höheren Zinssatz Sie auf einen weniger kapitalintensiven Prozess umsteigen. Zählt nicht, das Argument. Und später gibt es natürlich in einem gesamtanalytischen Kontext noch die Kritik von Sraffa an diesem Argument. Nun, Menger liest Böhm-Bawerks Werk, ist erbost über die Kritik an sich selber und soll Schumpeter gesagt haben, ob das stimmt, wissen wir nicht, Schumpeter berichtet es so: The time will come when people will realize that Böhm-Bawerks theory is one of the greatest errors ever committed. Ever committed. Das ist schon stark, also die haben sich ordentlich befetzt. Ja? Es bleibt dabei. Okay, wir kommen zu Friedrich von Wieser. Das ist ein bisschen the old man out. Den mögen einige nicht so gerne und wir werden gleich sehen, warum. Der Friedrich von Wieser, der sagt einige Dinge, er schreibt seine Habilitation über den Ursprung und die Hauptgesetz des wirtschaftlichen Wertes, dann der natürliche Wert. Ich gehe auch hier nur auf die wichtigsten Dinge ein. Er sagt, was der Menger macht mit dem Imputationsproblem, das funktioniert nicht. Dieser kausalgenetische Ansatz, der glaubt, ohne jegliche Mathematik auskommen zu können, das geht nicht. Und er sagt, wenn N-Güter, ich habe es zuvor schon gesagt, erster Ordnung, Grenznutzen theoretisch festgelegt sind, dann muss ich im Grunde ein System von linearen Gleichungen aufstellen, wo ich die Inputs drin habe, deren Preise ich ermitteln will. Das geht nur, wenn N gleich M ist. Warum soll das so sein, sagt der Menger. Also rein kausalgenetisch ist dem Problem nicht beizukommen. Deswegen ist die Mengersche Werttheorie sozusagen ohne Boden, letztlich. Die Mathematik kann nützlich sein, wenn schon nicht in der definitiven Lösung eines Problems, so doch wenigstens in der Aufdeckung von losen Enden und Inkonsistenzen eines Arguments. Ja, ja, natürlich. Überhaupt keinen Grund, im Grunde in so fundamentalistischer Manier sich gegen die Mathematik zu verwahren. Scheint mir ein kompletter Unfug zu sein, dem einige Leute dort aufsitzen. Was nicht heißt, dass jede Art der sozusagen des Spazierenführens mathematischer Instrumente in der Ökonomik meinen Gefallen fände. Aber es kommt zu weiteren Heresien dieses Wiesers. Er sagt, in modernen Ökonomien wie der damaligen österreichischen, da gibt es keinen einzigen Produktionsprozess, der wirklich nur mit Arbeit beginnt und dann schließlich über mehrere Stufen hinweg bei einem Produkt ausreift. Sie haben immer schon produzierte Produktionsmittel als Input. Ja? Das heißt, die Produktion ist, wie wir heute sagen, nicht unidirektional oder linear, beginnt hier, endet dort, sondern sie ist zirkulär. Sie erzeugen Güter mittels Gütern. Das ist die Wiesersche These. Aber wenn man das so hat, dann verliert die Unterscheidung zwischen Gütern erster und höherer Ordnung ein bisschen ihren Sinn. Die können überall vorkommen, diese vermaledeiten Güter. Ja? Und man kann nicht so sukzessivistisch vorgehen wie Menger, subjektiv die
Güter, Werte der Konsumgüter bestimmen und dann in zweiter Instanz irgendwie auf mirakulöse Art und Weise die Werte der anderen Güter, alle Werte sind unbekannt und simultan zu bestimmen. Und was dieser Wieser dann noch macht, er sagt, jetzt lass uns doch mal unterstellen, alle Güter sind produzier- und reproduzierbar, wie in einer modernen industriellen Gesellschaft. Sehen wir mal ab von den natürlichen Ressourcen. Raus aus einer Welt universeller Knappheit. Was dann? Und dann kommt er zu folgenden Ergebnissen. Das ist interessant. Zins- und Profittheorie bei ihm. Ein positiver Zinssatz setzt einen physischen Überschuss voraus. Sie erzeugen von den verschiedenen Dingen, vielleicht allen, aber zumindest von einigen, mehr als sie verbrauchen. Und dieser physische Überschuss ist sozusagen das stoffliche Gehalt von Zins oder Profit. In diesem Fall ist diesen Kapitalgütern schließlich im Gesamtergebnis ein Reinertrag zuzurechnen, gerade so, als ob sie sich selber unmittelbar mit einem Überschusse wieder erzeugten. Wer das von Neumann-Modell kennt, oder auch meinetwegen die Klassik, der weiß, da sind wir genau in diesem Fahrwasser. Dass Surplus und Kapital im Allgemeinen nicht die gleiche gütermäßige Zusammensetzung aufweisen, können Güterwerte und Zinssatz nur simultan bestimmt werden, nicht sukzessivistisch nacheinander. Der Wert des in einer Ökonomie eingesetzten Kapitals, da schreibt er nicht verbatim, nicht wörtlich so, aber das ist die Botschaft, ist nicht unabhängig und vor der Bestimmung des Zinssatzes festlegbar. Ja, das geht nur simultan. Das ist der Wieser. Und gibt es einmal Zins, dann kommt man nicht umhin zu diskontieren. Jetzt haben sie es. Die Zeitpräferenz, nein. Zins bestimmt sozusagen das Diskontieren. Ich habe eine Zeitpräferenz, weil es einen Zins gibt. Nun, gestartet als Subjektivist gelangt Wieser beim Versuch der Beantwortung ungelöster Probleme der Mengeschen Theorie immer mehr in objektivistisches Fahrwasser, könnte man sagen. Kein Wunder, dass er von glühenden Vertretern der subjektivistischen Richtung als der verworrenste und eklektischste Vertreter der österreichischen Theorie denunziert wird. Sie sehen wiederum ordentlich geholzt. Von Mises, ich weiß nicht, haben wir noch, oder kann ich den überspringen? Da müsste ich etliches sagen, was ich eigentlich gar nicht sagen will. Ich überspringe ihn. Ich gehe zu Hayek. Das sind, verstehen Sie, das sind alles große Ökonomen, damit Sie mich nicht missverstehen. Ja? Hayek ist ein großer Ökonom. Und Böhm-Bawerk ist ein großer Ökonom. Und Menge ist einer. Selbst wenn man über sie sozusagen Kritisches äußert, dann ist das nicht eine Angelegenheit, die ihre Bedeutung schmälern will. Im Gegenteil, man nimmt sie ernst. Ernst genommen werden wollten sie. Nun, Hayek, auch hier kann ich natürlich nicht auf sein immenses Oeuvre eingehen. Ich werde mich konzentrieren, gerade weil ich auch Mises übersprungen habe, auf seine Geld- und Konjunkturtheorie, denn die ist direkt geboren aus der Misesischen Theorie heraus. Er beginnt im Grunde genommen mit der und entwickelt ganz, ganz ähnliche Ideen. Er ist damals eingeladen von Lionel Robbins an die London School of Economics gegangen. In der damaligen Zeit war John Maynard Keynes in Cambridge am Aufsteigen. Und den Leuten an der London School of Economics missfiel dies sehr. Die wollten versuchen, irgendwie so einen intellektuellen Gegenpol zu bilden. Und Hayek, als ein bedeutender Mann, der viele wichtige Dinge bereits geschrieben hatte, wurde eingeladen zu diesem Zweck, um sozusagen die eigene Front zu stärken gegen Keynes. Er wird eingeladen an die London School of Economics, hält dort 4 Vorlesungen, so ähnlich wie die Schumpeter-Lectures nebenbei. 4 Vorlesungen, die werden dann publiziert als Prices and Production. Und das ist eine richtige Kampfansage an Keynes einerseits und andererseits der Versuch, Konjunktur anders zu erklären. Schauen wir uns an, was er macht. Auf die anderen Sachen habe ich keine Zeit, näher einzugehen. Nur natürlich wissen, das ist ganz wichtig, das kennen Sie bei Hayek, eine ganz große und wichtige Diskussion, Märkte als Entdeckungsverfahren und so weiter, kommen wir zur Konjunkturtheorie. Sein Argument lautet, die Weltwirtschaftskrise, das war die Zeit der Weltwirtschaftskrise, ja, die ist nicht zurückzuführen auf einen Mangel an effektiver gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, wie Keynes und seine Anhänger behauptet hatten, sondern, ich
Sie ist zurückzuführen auf eine Fehlallokation von Kapital. Das ist ein ähnliches Argument, was Sie von Österreichern auch jetzt wiederfinden, in der jüngsten Krise. Es ist nicht ein Mangel an effektiver Nachfrage, sondern eine Fehlallokation von Kapital. Worauf ist diese Fehlallokation zurückzuführen? Nun auf ein Bankensystem, das den Geldzinssatz zu niedrig setzt. Darauf komme ich. Die Keynesche Konjunkturerklärung argumentiert dann noch, der Fehler ist an einer überzeugenden Kapitaltheorie und ohne eine Kapitaltheorie keine Konjunkturtheorie. Das ist auch ein Satz, den Hayek vertritt und ganz stark verficht, den Sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, aber Sie werden sehen, warum. Nun, was ist eine überzeugende Kapitaltheorie? Natürlich Böhm-Bawerks. Hayek war damals der Auffassung, die Böhm-Bawerksche Theorie sei das richtige, zentrale Moment einer Konjunkturerklärung. Und was er dann bildet, ist Mises plus Pareto, ist ein bisschen allgemeine Gleichgewichtstheorie, aber nur ein bisschen, und eben Böhm-Bawerk. Also, wie erklärt man Wirtschaftskrisen? Nun, Wirtschaftskrisen resultieren daraus, dass der Bankensektor einen Geldzinssatz fixiert, der nicht gleich dem, was Hayek Gleichgewichtszinssatz nennt, ist. Der Gleichgewichtszinssatz sozusagen als Reflex, grosso modo, ja, der Grenzproduktivität des Kapitals, der Grenzproduktivität des Wartens, wenn man spart und ähnliches mehr. Wenn dem so ist, wenn der Geldzinssatz also unter dem Gleichgewichtszinssatz liegt, Wichsel hat davor, und auf den bezieht sich Hayek auch, vom natürlichen Zinssatz gesprochen, wenn der Geldzinssatz drunter liegt, dann rentiert es sich für Produzenten zu investieren. Und insbesondere rentiert sich für sie nach der vorherigen Logik über den Einfluss der Faktorpreise auf die Technikwahl, kapitalintensivere Prozesse einzuschlagen. Längere Produktionsumwege. Ist das klar allen? Also Zinssatz runter, längere Produktionsumwege. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie Ressourcen abziehen müssen aus den konsumnahen Bereichen, also den Bereichen, wo Güter erster und Güter zweiter Ordnung und so weiter erzeugt werden, in solche Güter höherer Ordnung. Wie kann man das tun? Man wirbt ab. Das Geld, der Kredit, der dort in Umlauf gebracht worden ist durch die Niedrigzinspolitik des Bankensektors, der erlaubt den Produzenten, Ressourcen über höhere Preise für dieselben abzuziehen in höhere Produktionsstufen. Das geschieht. Also Sie haben als erstes ein inflationäres Phänomen schon am Anfang. Ja, gewisse Preise für nämlich produktive Ressourcen, die dort abgezogen werden, die steigen. Ist klar? So, es kommt zu einer Umschichtung im Produktionsapparat weg vom Konsum, von der Konsumgüterproduktion und der ihr nahen Bereiche hin zu den fernen Bereichen. Nun ist aber Folgendes, so Hayek, die Konsumentinnen und Konsumenten haben immer noch ihre gleichen Präferenzen, die gleiche Zeitpräferenz insbesondere. Also das heißt, die wollen Konsumgüter, aber jetzt wird ihnen aufgenötigt, das, was er nennt, erzwungene Sparen. Denn die Konsumgüterproduktion wird eingeschränkt, damit diese Umschichtung geschehen kann hin zu den konsumfernen Bereichen. Erzwungene Sparen, ist klar? Das wird ihnen aufgezwungen, aber das nehmen sie nicht auf die Dauer und im Durchschnitt hin. Zum Teil sind ihre Einkommen gestiegen, weil sie sind Teile dieser produktiven Ressourcen, die besser bezahlt werden. Also sie fragen jetzt Konsumgüter nach, jetzt steigen die Konsumgüterpreise. Zunächst sind die Inputpreise gestiegen, jetzt steigen die Konsumgüterpreise. Aber wenn die Konsumgüterpreise steigen, dann bedeutet das, dass sich die Profitspannen in den konsumnahen Bereichen erhöhen. Und es wird wieder attraktiv für Produzenten, die Ressourcen zurückzuholen. Das heißt, der Prozess der Umorganisation des Produktionsapparats wird gestoppt. Die Ressourcen werden zurückgeholt, soweit das möglich ist, und zurückbleiben eben Investitionsruinen. Mit denen können Sie nichts anfangen. Das heißt, die Krise ist ein Ausdruck der Fehlallokation von Kapital, zurückzuführen auf das unsägliche Agieren der Banken. Wenn die Banken dann schließlich selbst genötigt werden, aufgrund einer sich erhitzenden Inflation den Geldzinssatz zu erhöhen, dann geht alles wieder rückwärts. Das ist sein Argument. Also die Weltwirtschaftskrise im Grunde letztlich
zu erklären versucht auf der Basis eines Technikwahlproblems und der spezifischen Lösung unter Einfluss eines exogenen Akteurs der Banken. Das ist die Hayek'sche Lösung. Natürlich, die hat viele Leute nicht sehr überzeugt. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Sraffa war ein Gefolgsmann in gewissem Umfang von Keynes. Keynes konnte mit dem Böhm-Bawerk nichts anfangen, weil er weder, mit dem Hayek nichts anfangen, weil er weder Pareto kannte, noch die Böhm-Bawerk'sche Kapitaltheorie. Sraffa kannte beides, also hat er den für sich ins Feld geschickt, das kann man so sagen. Und was das Sraffa argumentiert, ganz kurz, ist, die Inflation führt zu einer Umverteilung in Einkommen und Vermögen. Wenn es zu dieser Umverteilung kommt, dann wird nicht das alte Gleichgewicht wieder erreicht, wie Böhm-Bawerk meint, in einigen seiner Ausführungen, sondern wenn überhaupt ein neues. Das zweite ist, die Trennung von freiwilliger, sprich guter Ersparnis und erzwungener, sprich schlechter Ersparnis ist nicht mehr so einfach durchzuhalten. Und wenn Sie eine neue Erstausstattung gewissermaßen einer neuen Periode der Akteure haben, dann machen die wieder freiwillige Akteure, die aber ihrerseits, verstehen Sie, es wird alles vermischt. Es geht durcheinander. Ist es klar? Ein drittes Argument ist, im Ungleichgewicht gibt es nicht nur einen Zinssatz, sondern multiple Eigenzinssätze, ebenso viele, wie sie Güter haben. Und die Hayek'sche Forderung, wirtschaftspolitische Forderung, den Geldzinssatz wieder an den Gleichgewichtszinssatz anzupassen, macht gar keinen Sinn, dieser Situation. Und schließlich, die Böhm-Bawerk'sche Kapitaltheorie, aber das schreibt er nicht im Artikel, lässt sich nicht halten. Nun, Hayek versucht nach der verlorenen Schlacht, das muss man so sagen, wenn Sie die damaligen Resonanzen der Literatur anschauen, wenn Sie feststellen, dass er da keinen großen Stich gemacht hat. Er versucht, die verlorene Schlacht schließlich vergessen zu machen durch ein Buch, das er publiziert, The Pure Theory of Capital, wo er die Böhm-Bawerk'sche Kapitaltheorie retten will, aber er selbst merkt, dass es nicht gelingt und er gibt auf. Das ist sehr deutlich in einigen seiner Aussagen. Bei ihm sind kurzum jedenfalls die Banken die Verursacher von Krisen und Depressionen. Der Bankensektor ist es, der die Schuld trägt. Durch eine vor allem Niedrigzinspolitik, Politik des Easy Money. Das ist sein großer Vorwurf. Es gab dann auch früh schon empirische Kritik. Die österreichische Konjunkturtheorie stehe in Widerspruch zu den Fakten, so steigt in der Depression nicht die Beschäftigung in den Konsumgüterindustrien. Das müsste ja mal annehmen. Ja, also es gibt diese Krisen, da müsste eigentlich die Beschäftigung durch die... Also gibt es verschiedene Argumente, darauf kann ich auch nicht eingehen. Es gibt eine lange Auseinandersetzung damit, wo das angegriffen wird. Ich komme zum Schluss, Schumpeter. Geben Sie mir noch 10 Minuten? Ich glaube, ich durfte ja... Ja? Geben Sie mir noch 10 Minuten. Also, Schumpeter. Nun, ob das ein österreichischer Ökonom ist, der zur österreichischen Schule gehört, das wird wiederum von einigen sehr, sehr argwöhnisch beäugt. Einige würden ihn überhaupt nicht dabei haben wollen, aber in gewissen Überlegungen gehört er doch vielleicht dazu. Egal, ich behandle ihn drunter, weil er jedenfalls ein großer österreichischer Ökonom war. Was haben wir ihm zu verdanken? Zunächst 1908, schauen Sie, der ist 83 geboren. 1908, da ist er 25, da publiziert er ein 600-seitiges Werk, das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Also die Jüngeren unter Ihnen, Sie können sich noch anstrengen, um es ihm gleich zu tun. Die Älteren, Sie werden es nicht mehr schaffen. Ja? Es ist absolut unglaublich. Also, und wenn Sie das Werk lesen, was immer Sie sagen mögen, auch kritisch, unglaublich, ja, wirklich unglaublich. Dort prägt er unter anderem den Begriff des methodologischen Individualismus. Etliche andere Begriffe kommen von ihm, die er dort vorstellt. Aber in diesem Buch sagt er, die Magna Carta der Ökonomik sei das Werk von Walras, die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Also die lobt er über den grünen Klee. Aber zugleich sagt er, und da ist der grüne Klee dann schon etwas verweckt, erkläre sie nicht das, was den Kapitalismus ausmache, nämlich seine endogene, aus sich heraus stammende Dynamik und seine Rastlosigkeit. Das gilt es zu erklären. Das sind noch ein paar Sachen.
großer Theoriegeschichtler natürlich. Also, das erkläre der Walras nicht, insofern sei er relativ unbrauchbar. Er erkläre sozusagen die stationäre Ökonomie, aber nicht die dynamische. Nur Marx, sagt er, habe diesbezüglich etwas geleistet. Der hätte das gut verstanden als einziger Ökonom. Er macht alle runter, einschließlich seinen österreichischen Peers, also Menger, Barwerk, alle. Nichts hat es zusammengebracht diesbezüglich, was das eigentlich interessante Phänomen, nämlich die Dynamik, die Rastlosigkeit anlangt. Und Entwicklung und Gleichgewicht, so Schumpeter, sehr apodiktisch und immer wieder, seien miteinander unvereinbar. Also wichtig sei eine dynamische Theorie, die Statik könnte es euch sparen. Sie sei schon wichtig, aber für das Verständnis der modernen Ökonomie nicht so wichtig. Noch ein paar weitere Dinge. Er trennt sich von einer sehr wohl etablierten und von seinen österreichischen Kollegen weithin geteilten Theorie, nämlich dass die Ersparnis die Quelle des Reichtums einer Nation sei. Sagt er, nein, nein. Die Quelle des Reichtums sind Innovationen, sind Neuerungen, sind neue Kombinationen. Und wenn neue Kombinationen zustande kommen, dann wird durch diese das Sozialprodukt gesteigert, die Arbeitsproduktivität gesteigert und aus dem höheren Produkt heraus kommt es dann zu höheren Ersparnissen. Also die Ersparnisse sind bei ihm eher die Folge als die Ursache von Reichtum. Da ist er relativ ähnlich wie Keynes, mit zum Teil anderer Argumentation, aber relativ ähnlich wie Keynes. Wichtig sei, jene Figur ins Visier zu nehmen, die er energetisch nennt oder energisch und dynamisch den Unternehmer. Im Unterschied zu diesen Hedonisten, das sind die Leute, die das machen, was wir in der mikroökonomischen Konsumtheorie immer machen, also Maximierung des Nutzens unter wohlbekannten Nebenbedingungen. Ja? Sagt er, ja, die sind schon auch da, aber die werden permanent eigentlich umeinander geschubst von den Unternehmern, weil die Unternehmer zwingen sie zu neuen Anpassungsleistungen, zur Lernleistung, da werden neue Produkte in die Welt gesetzt und dann müssen sie sich wieder überlegen, ob sie es denn wollen, sollen oder wie auch nicht. Also die Unternehmer seien es. Und die Unternehmer werden getrieben von halb pathologischen Momenten. Das ist Tonfall Schumpeters, bin nicht ich. Das sind Leute, die sind interessiert an der Gründung von Dynastien. Das sind Workaholics, verstehen Sie? Keine Hedonisten. Ja? Auf die gilt es zu schauen. Und schließlich, ganz wichtig, diese Innovateure in seiner Sicht, in der Frühphase des Kapitalismus jedenfalls, nicht so später, wenn er dann etwas vermachtet ist und Trusts und Konzerne das Sagen haben, wo Innovation auch ein organisiertes Geschäft ist, bürokratisch überwacht und dergleichen. Diese Innovateure sind im Allgemeinen mittellos. Das sind meinetwegen Universitätsabgänger, die kein Geld haben. Die brauchen Ressourcen, um ihre Pläne zu verwirklichen. Und diejenigen, die ihnen die Pläne zu verwirklichen helfen, das sind die Banker. Die gehen zu Banken. Die Banker sind Ephoren des Marktes. Ephor ist ein Ausdruck aus dem antiken Griechenland, das war in Sparta, waren die Marktaufsichthabenden. Und er sagt, der Geld- und Kreditmarkt sei das Hauptquartier der kapitalistischen Wirtschaft. Verstehen Sie, eine ganz andere Sicht der Dinge. Geld und Kredit sind ganz wichtig für Innovationen. Die Banker müssen es bereitstellen. Natürlich müssen die Banker, das betont er auch sehr stark, gute Informationen haben über die Profitabilität der ihnen vorgelegten Projekte. Wenn sie das nicht haben, dann können Sie in böse Not geraten, denn der Innovator, der hat kein Kapital, der hat kein Vermögen. Das heißt, die eigentlichen Risikoträger sind die Banker in diesem Spiel. Also die sind gut beraten, relativ gute Vorstellungen zu haben über das, was diese Innovateure, die Kreditsuchenden, dort im Schilde führen. Geht man von einer vollbeschäftigten Wirtschaft aus, so Schumpeter, dann erhält der Unternehmer die benötigten Ressourcen über steigende Preise. Denn nur so kann er mit zusätzlichem Geld die Ressourcen ablösen von den statischen Werten. Also Inflation gewissermaßen ein Moment des Innovationsprozesses und nicht
notwendigerweise was ganz Gräusliches, ja, das man zu unterbinden hätte, weil die Banken schon wieder irgendwie einen Quatsch machen. Also Sie sehen ganz unterschiedliche Sichtweisen relativ zu Mises und Hayek. Nun lassen Sie uns anschauen, was dann kommt, ganz kurz. Erfolgreiche neue Kombinationen führen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, zu steigendem Volkseinkommen und damit zu steigenden Ersparnissen. Neuerungen werden auf der Basis von Konkurrenz im System ins System eingespielt. Und die Konkurrenz führt dazu, dass diese Neuerungen diffundieren, sich verbreiten, entweder über differenzielles Wachstum, weil die Firmen, die höhere Gewinne machen, höhere Profitrate, Raten erwirtschaften, der Tendenz nach schneller wachsen, damit das Neue auch schneller verbreiten. Oder es kommt schließlich zur Imitation derjenigen, die ansonsten Gefahr laufen, unterzugehen. Weil wenn diese Innovation stattfindet, dann werden die Preise der Produkte, bleiben wir bei einer Verfahrensinnovation, irgendwann sinken. Bei sinkenden Preisen, aber bei noch alten, hohen Kosten, alter Verfahren, laufen sie immer mehr Gefahr, dass sie aus dem Markt geworfen werden. Also wenn sie nicht untergehen wollen, müssen sie imitieren. Imitation gewissermaßen ist eine lebenserhaltende Regel, die sie befolgen müssen. Und das schleust das Neue in das System hinein. Es kommt zu schöpferischer Zerstörung. Ganze Sparten werden ausgelöscht. Berufszweige werden ausgelöscht. Also zu glauben, dass was da passiert im Kapitalismus sei, für alle gleichermaßen von Vorteil, ist Unfug. Der Schumpeter sieht das, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Ja? Da gibt es einige, die das Nachsehen haben. Firmen, die bankrott gehen, Leute, die ihre Beschäftigung verlieren und so weiter. Es gibt nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Und das Bankensystem, Schumpeter, kann die Krise auch vertiefen und verlängern. Also er hat dort auch eine kritische Sicht der Banken. Ich sage nicht mehr. Kritik an Schumpeter, direkt nach den Publikation mobst sich Böhm Bawerk auf, der dort angegriffen worden ist und sagt, also die schumpetische Theorie, die ist völlig misslungen. Eine schiefe Theorie, eine Irrlehre. Mises nennt Schumpeter frivol und konfus. Ja? Eine Schule von Schülern allzeit bereit zur Aufhändung. Ja? Ja, hierbei belasse ich es jetzt noch Schlussfolgerungen, aber ich glaube, die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass ich Ihnen das nicht zumuten kann. Herzlichen Dank. Ja, und ich sage mal ganz herzlich danke, dass es noch Fragen gibt, dass Sie noch Zeit haben für Fragen auch. Gerne, natürlich. Also, das wäre ganz furchtbar, wenn ich nur gekommen wäre, um das abzusondern und nicht von Ihnen zu lernen. Dann fange ich an. Bitte. Ja. Mir ist vorkommen, und ich habe jetzt den Eindruck gewonnen, dass sehr viele Konzepte, von denen man auf der Uni als Student doch auch was lernt, so Grenzproduktivitätstheorie und Produktivitätskosten und repräsentativer Akteur, dass das durchaus auf Österreicher zurückgeht. Was glauben Sie, warum das nicht hinreichend erwähnt wird oder erklärt wird? Sie meinen die Wurzeln? Na, schauen Sie, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Ökonomik eine Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften ist, ja, was immer nur vorwärts geht und nie rückwärts, was interessieren Sie dann noch die Fehlmeinungen der Alten? Weil die mögen ja mal irgendwie was Richtiges gesagt haben, das meiste war wohl falsch. Ja? Die wirkliche Weisheit des Faches ist voll aufgehoben in der heutigen Lehre. Alle Fehlmeinungen oder partiellen Ansichten, nicht generell haltbaren, empirisch nicht verifizierbaren, die sind eskamotiert. Also wenn Sie der Auffassung sind, der Markt für ökonomische Ideen ist ein perfekt funktionierender Markt, dann dürften Sie sich überhaupt nicht mit dem auseinandersetzen, was ich hier mache. Ja? Müssten Sie eigentlich sagen, die Zeit dafür ist mir schad, da gehe ich lieber heim und lerne noch ein bisschen Mathematik oder Ökonometrie oder... Verstehen Sie? Ja? Nein, ich glaube, es ist so. Wenn Sie diese Auffassung haben, dann bräuchte es keine Fußnoten mehr, außer halt so als gelegentliche Behübschung zu Festivitäten
wo man sozusagen seine Allgemeinbildung ein bisschen unter Beweis stellt. Ja? Das ist ein antiquarisches Ressentiment dann. Ja? Aber gelegentlich finden Sie schon noch, das muss man sagen, weil es das gibt, das antiquarische Ressentiment, also, oder Ressentiment ist es ja nicht, also, es gibt noch mitunter den Versuch, sich selbst auf die Schultern von Großen zu stellen, und wenn Sie dann mitunter die Großen beschrieben bekommen, dann, und sie ein bisschen kennen, dann sind sie ganz entsetzt über das, was da nicht gewusst wird. Ja? Beantwortet das Ihre Frage? Ja. Ich habe das Gefühl, der Wunsch der Studenten, und zwar nicht nur der in Graz, alternative Paradigmen zu hören, zu kennenzulernen, entsprang, glaube ich, der Ohnmacht des herrschenden Paradigmas mit der Krise umzugehen. Und die Frage an dich ist jetzt, glaubst du, dass die Österreicher da etwas beitragen können? Glaubst du, dass die Österreicher in der Lage sind, erstens die Krise, in der wir heute stecken, vor allem in der Europa heute steckt, zu erklären, und zweitens Instrumente zu entwickeln, um Europa aus der Krise rauszuhelfen? Und dann ein großes anderes, was ich mir notiert habe, bei Visa habe ich mir notiert, zirkuläre Produktion, alle Güter sind reproduzierbar, sind daher nicht knapp, und dann habe ich mir notiert Überschusstheorie. Ja. Mir klingt das sehr nach Klassik. Und ja, ist nicht es auch. Noch, das ist es und auch. Nicht ja. Noch österreichisch. Das war ja das Argument. Also das war ja das Argument, der gerät immer mehr in objektivistisches Fahrwasser. Er versucht, ja, vom Imputationsproblem ausgehend die Mengersche Theorie haltbarer zu machen und stellt immer mehr fest, so geht das nicht. Ja? Und er hat am Schluss, du könntest sagen, eigentlich eine ganz elementare Form eines Von-Neumann-Modells. Ja? Wo Güter mittels Gütern erzeugt werden, das ist keine Kuppelproduktion, nichts dergleichen, aber wo sozusagen alle Dinge reproduzierbar sind, wo auch die Unterhaltsmittel der Arbeitskräfte reproduzierbar sind und wo dann am Schluss halt rauskommt, naja, der Zinssatz hängt davon ab, für gegebenen Reallohnsatz, wie produktiv das System ist, also was für ein Überschussprodukt es erzeugt. Und du kannst den Zinssatz dann, wenn du das System entsprechend von den Dimensionen her dir zurechtdrückst, analytisch, kannst du den Zinssatz begreifen als sozusagen einen Vektor von Überschussprodukt zu einem Kapitalvektor, der die gleichen Proportionen aufweist und damit eine Ziffer ergibt, eine Zahl. Den Zinssatz, 0,5, 15%. Ja? Und das ist interessant, weil sozusagen der Visa eigentlich ganz anders startet und im Grunde ein anderes Verlangen hat. Ich meine, er sieht, dass der Menger das nicht geschafft hat, gescheit zu machen, und er landet woanders. Aber es führt dann auch nicht weiter, weil, verstehst du, ich meine, das ist zu furchtbar, wenn du sowas entdeckst dann und kommst von der rein subjektivistischen Seite. Das hältst du ja gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob du schlaflose Nächte hatte. Aber die andere Frage, die ist natürlich viel bedeutsamer. Naja, also ich glaube nicht, dass die österreichische Konjunkturtheorie, wie sie auch hier angeklungen ist, letztlich so haltbar ist. Das kapitaltheoretische Fundament ist Schütter. Ich glaube andererseits natürlich, dass man schon sagen muss, dass mitunter eine Politik der niedrigen Zinsen des Zentralbankensystems dazu führt, dass da alles Mögliche ins Kraut hineinläuft. Das ist gar keine Frage. Aber was dann weiter? Naja, was können die Österreicher einem gegebenenfalls bieten? Also bei Mises und bei anderen findet man ja auch eine Analyse des Bankensystems und wie es reguliert gehört. Der Mises ist ja beispielsweise für einen Reservekassenhaltungskoeffizienten von 1. Also soll den Banken eigentlich unterbunden werden, dass sie zusätzliche liquide Mittel in das System hineinlaufen lassen, die nicht im Grund letztlich sparbasiert sind. Der ist ein Anhänger einer gewissen Variante der Peel'schen Bankakte 1844, wo die Bank of England zurückgegangen ist zu einer 100% Deckung, jedenfalls eines Großteils der umlaufenden Papier
Funde durch Gold, was Ähnliches. Ich meine, das Problem ist, wenn man so argumentiert, ist dann Schumpeter mit seiner Vorstellung, dass der Kredit ein ganz wichtiger Faktor ist für die Realisation von Innovationen, ausgeschaltet. Also ich glaube, auch diese Lösung ist nicht akzeptabel. Was ich schon glaube, also ganz ähnlich wie der gute Kollege aus Bonn, der hier war, Edem, Martin Hellwig, man muss den Banken eine viel höhere Eigenkapitalquote aufbrummen, damit die nicht mit dem Geld anderer Leute so wild herummarschieren können und verschiedene andere Dinge auch noch. Also ich glaube, österreichische Überlegungen diesbezüglich mögen in Teilen nützlich sein, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie eine österreichische Konjunkturtheorie gibt, die uns jetzt sehr, sehr viel weiterhilfe in der Erledigung des aktuellen Problems. Ich glaube, wir sind zum Teil auf Neuland und wissen sehr wenig. Also ich glaube nicht. Es gibt ja einige, die sagen, der Mises hat alles gewusst und oder der Hayek oder so, das glaube ich nicht. Nein. Das ist keine Frage letztlich auf deine Antwort aus österreichischer Sicht. Wenn ich meine eigene Sicht preisgeben könnte, da bräuchte ich jetzt 2 Stunden. Und die gebt ihr mir sicher nicht, wofür ich sehr dankbar bin. Mir ist noch was eingefallen, ganz am Anfang der Folien war irgendwie eine Zeile, dass die Österreicher den Kapitalismus als überhistorisches Phänomen sehen, das die menschlichen, natürlichen Anlagen widerspiegelt. Ja. Betrachten die da auch Dinge wie Solidarität und Selbstlosigkeit und solche Dinge? Das kommt kaum vor. Okay. Nein, das kommt kaum vor. Also nicht also in der sozusagen harten ökonomischen Theorie, soweit es die halt gibt. Hart ist bei den Österreichern eher ein hartes Wort, nicht? Also wenn sie nicht modellieren, was die wenigsten tun. Mein Hayek ist der Mathematik nicht abhold, auch der Schumpeter ist ja nicht abhold, aber beide waren nicht bekannt als besonders gute Mathematiker. Wenn Sie bei Hayek mal nachlesen, in Preis und Produktion, da gibt es eine Fußnote, wo er sagt, ja, mein Argument hier, das könnte ich aber auch noch sozusagen im allgemeineren Fall mit Kuppelproduktion und mit, nein, Kuppelproduktion nicht, Fixkapital und dergleichen. Ich vermute, das ist, da hat er ein bisschen angegeben. Das weiß er nicht. Und der Schumpeter, ich meine, der hat immer große Stücke auf den Walras gehalten, aber er hat ja unter anderem auch in Harvard einen Kurs eingeführt, mathematische Wirtschaftstheorie. Und wenn ich den Paul Samuelson richtig verstanden habe, dann haben die Studenten immer gegiggelt, wenn er versucht hat, irgendwie mal zu differenzieren oder so. Und er hat dann auch gut daran getan, als der gute Leontief schließlich aus China nach einem kurzen Aufenthalt in die USA kam, dass er dem den Kurs übergeben hat, denn der konnte Mathematik jedenfalls relativ gut. Ja. Also, ja, aber war das Ihre Frage? Ja, das war schon beantwortet. Ja. Ja. Da war noch was? Ja, bitte. Also, das ist völlig jenseits meiner subjektiven Voreingenommenheiten gegenüber dem, was jetzt gelehrt wird und dem, was nicht gelehrt wird. Natürlich. Ich meine, das ist eine Wissenschaft, wenn Sie deren Geschichte sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass da ständige Revolutionen passieren. Mitunter sind die Revolutionen keine wirklichen, mitunter sind sie wirklich in dem Sinn, das ist ja der Begriff der Revolution, dass sie zurückkehren zu früheren Vorstellungen. Ja? Also das haben sie. Es ist nicht so, dass es eine Disziplin wäre, in der etwas, was einmal eskamotiert worden ist, rausgeschmissen worden ist, für ewige Zeiten draußen bleibt. Natürlich ist es völlig evident, dass vieles, was ökonomische Geister zu Papier gebracht haben, es nicht wert ist, jemals wiederentdeckt zu werden. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Aber es gibt, und aus einem systematischen Grund, denke ich, es gibt Ideen, ähnlich wie bei Innovationen, die Sie anmelden beim Patentamt. Die fallen in eine Umwelt, die nicht reich ist für Sie. Und die erst, wenn andere Innovationen stattfinden, reif wird für Sie. Ich glaube, das ist auch bei ökonomischen Ideen zum Teil der Fall. Ich könnte Ihnen ein paar
Beispiele geben. Also wo Dinge wirklich zunächst überhaupt nicht verstanden worden sind, weil das Environment, in das sie hineingeboren worden sind, nicht offen waren dafür. Also es wird Revolutionen geben, gar keine Frage, zumindest Änderungen, natürlich. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das ja keine Wissenschaft, die irgendwie auf sich halten könnte, dass sie ein progressives Element beinhalten würde. Und ich glaube, momentan haben wir jeden Grund dafür. Also ich glaube insbesondere, dass sozusagen Modelle, die sich der Herausforderung Schumpeters, nämlich Dynamik ernster zu nehmen, dass die an Bedeutung gewinnen werden. Sicher. Ob das nun Multiagentenmodelle sind oder was auch immer, ob das Evolutionsökonomik ist oder was auch immer, das glaube ich, sieht man schon. Es gibt verschiedene Bewegungen, die sehr deutlich unterstreichen, dass dort Fortschritt am Wege ist. Die Frage der Opinion Dynamics, also Informationsökonomik. Wie gewinnen Leute ihre Meinungen? Warum denken sie so, wie sie denken? Wie kommt es dazu? Was ist die Interaktion mit anderen? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Feld. Und das ist insbesondere natürlich auch für Finanzmärkte von größter Bedeutung. Und wenn Sie sich jetzt Leute wie Alan Kerman anschauen, die Finanzmarktanalysen treiben, da geht es genau darum. Also wie kommen die Leute auf Finanzmärkten dazu, auszusteigen, aus einer Sache in eine andere hineinzusteigen? Was sind dort die Mechanismen? Wem trauen Sie? Wem glauben Sie? Was ist Trust? Ja? Also ich glaube, das sind riesige Felder, die bislang zum Teil schon sozusagen anfangsweise beackert werden, aber da ist noch ganz viel offen und ich glaube, da wird vieles umgeschmissen werden. Da wird vieles umgeschmissen werden, ganz gewiss. Also ich würde nicht meinen, dass das, was Sie heute lernen, dass Sie mit dem in 20 Jahren noch jemanden hinterm Ofen befolgen. Aber, schauen Sie, die Ökonomik ist auch ein Feld, ich glaube, das kann man sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu hängen. Da spielen positive und negative Voreingenommenheiten und Visionen, um Schumpeter zu zitieren, eine große Rolle. Wie sehe ich sozusagen die Funktionsweise des ökonomischen Systems, ohne dass ich jetzt Theorie gemacht habe und so weiter. Und Sie werden vielfach feststellen, dass Ökonomen mit ihrem Vorverständnis dann versucht haben, das eigentlich zu etablieren, theoretisch zu untermauern. Das ist nicht gelungen, aber sie haben ihr Vorverständnis deswegen nicht aufgegeben. Ja? Also wenn Sie das Ideologie nennen wollen, können Sie es tun. Ich glaube, die spielt eine große Rolle. Es gibt keinen Beweis in hinreichender Allgemeinheit, um sozusagen, dass das Marktsystem Effizienz und sonstige Eigenschaften hat, stabil ist. Den gibt es nicht. Es gibt eine Arbeit von Alan Kerman erst zu diesem Thema. Aber trotzdem, glaube ich, glauben etliche Leute, es sei so. Und natürlich, egal was sie für eine Auffassung haben, die Theorie liefert ihnen nur bruchstückhaft ein Instrument an die Hand, um ihre Auffassungen zu stabilisieren. Sie sind sehr, sehr häufig an Glaubenshaltungen angewiesen, auf Glaubenshaltungen angewiesen. Bitte. Ja, also weil Sie sagen, dass im Grunde genommen es sozusagen im Menschsein Anlagen gibt, die auf Austausch auf Katalaktiken ausgerichtet sind. Das Grenznutzenprinzip gab es schon immer, die Zeitreferenz gab es schon immer. Der Mensch muss Güterbündel zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich bewerten, er tut dies auch, deswegen gibt es einen Zins. Also verstehen Sie, deswegen gibt es einen Zins auch schon im Paläolithikum. Man kennt es vielleicht nicht so deutlich. Und es gibt ihn prinzipiell auch im Sozialismus, aber wird überbordet durch Eingriffe, durch Versuche, ihn kaputt zu machen. Im Islam, schauen Sie, im Islam haben Sie jetzt eine riesige Debatte über die Zinsen eigentlich. Der Islam ist diesbezüglich eigentlich noch intellektuell, das ist völlig ident, aber in unserer Scholastik verankert. Ich habe das Vergnügen, nebenbei demnächst nach
Jakarta zu reisen und dort einen Vortrag über, bei der Nationalbank zu halten, über Zinsen haben. Ich hoffe, dass ich, ja, ich hoffe, dass ich noch zurückkomme. Hat schon immer existiert, das ist eigentlich die Idee. Also im Grunde genommen, natürlich kann man sagen, ist das ein sehr starkes Argument, aber das ist eben das die Auffassung. Ja. Hat es immer gegeben, wird es immer geben, weil er nichts anderes reflektiert als elementare Anlagen des Menschen. Die kann man mehr oder weniger unterdrücken. Warum man das tun will, ist noch die Frage. Und wer es tun will, aber hat es immer gegeben, wird es immer geben, da ändert sich nichts. Das ist eigentlich ein bisschen ein durchgehendes Motiv. Und ihr diejenigen, die ja den Sozialismus, also ganz Mieser schreibt über den Sozialismus, der ist logisch unmöglich. Ja? Der ist logisch unmöglich. Ja, das ist das Argument. Aber natürlich in unterschiedlicher Ausprägung finden Sie das bei den Autoren. Ich hätte noch etwas zu nachfragen. Und zwar, wenn man jetzt schon der Meinung ist, die Österreicher können nicht wirklich zu den ganz, ganz wichtigen Problemen unserer Zeit etwas beitragen, etwas Signifikantes beitragen, ist es dann schlau, wenn wir uns schwerpunktmäßig mit den Österreichern beschäftigen, ist es dann schlau, wenn wir schwerpunktmäßig die österreichische Schule unterrichten? Also wenn du mir nicht scheitern, ja. Ich muss mit Postkensianern beschäftigen und die unterrichten. Mir scheinen die mehr in der Lage sein, dazu etwas beizutragen. Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht Stellung nehmen zu den Studienplänen, die hier ausgelegt worden sind. Im Übrigen könnte ja der gewitzte Postkensianer sagen, alle Österreicher waren ja schon immer Postkensianer. So, das wird man doch wohl hinkriegen. Ja? Aber welche Schule ist denn imstande, so viel wirklich Akzeptables, Interessantes und uns Rettendes so ohne weiteres zu sagen? Also ich hätte schon Vorstellungen, aber das ist nicht so einfach. Das ist das Erste. Das Zweite, ich denke, man kann lernen, also wenn ich diese Autoren lese, Hayek, Böhm-Bawerk, wie sie heißen, man kann sehr viel von ihnen lernen, selbst wenn man mit ihnen nicht übereinstimmt. Und gerade wenn man mit ihnen nicht übereinstimmt, weil das eigene Argument geschärft werden muss, damit man sagen kann, warum man mit ihnen nicht übereinstimmt. Das gilt auch für den Mainstream. Ich bin immer der Auffassung, die Leute müssen sozusagen unterrichtet, ich habe das immer vertreten in meiner ganzen Zeit, die müssen unterrichtet werden, auch im ökonomischen Mainstream, selbst wenn ich nicht der Auffassung wäre, dass er gut ist, weiterführend, erklärend und dergleichen. Ist ganz wichtig, denn Sie müssen mit anderen diskutieren und wenn Sie sagen, ihr habt von nichts eine Ahnung, dann sind Sie gleich ausgeschieden. Wenn Sie etwas mehr wissen, ist es möglicherweise von Vorteil. Also die Studierenden, die sich bei mir gemeldet haben, nach meinen Vorlesungen gelegentlich, wo ich ja immer eigentlich eine theoriegeschichtliche Note drin gehabt habe, ich war nicht der Auffassung, man soll Theoriegeschichte als eigenes Fach lehren, sondern als Bestandteil des jeweiligen Sujets. Wenn man Wachstum- und Verteilungstheorie macht, muss das hinein? Was sind die grundlegenden Ideen? Oder ist die Zeitpräferenz von unbefleckter Empfängnis? Ja, wo kommt die her? Und wo kommt dieses her? Wo kommt jenes her? Ja, das, glaube ich, ist schon gut, aber es macht das Leben mitunter dann auch schwieriger. Ja, weil Sie Zweifel kriegen. Ich meine, es ist ja viel besser, wenn Sie eine Doktrin haben und an der ist nichts zu rütteln. Also, ist schon klar, nicht? Also unter Gesichtspunkten der Sozialhygiene an einer Fakultät mag im Grunde genommen die Uniformität der Doktrinen was ganz Tolles sein. Ja? Ich war immer dagegen. Denn Fortschritt setzt Wahlmöglichkeiten voraus und Wahlmöglichkeiten setzen Varietät voraus. Ganz simpler evolutionistischer Gesichtspunkt. Aber jetzt war hier noch eine Frage. Bitte. Ja, welche Lehranfragen sollte ich oder kann ich befinden, um jetzt für etwaige Revolutionen gerüstet zu sein, als Volkswirtschaftslehrer? Also Jan, so wie ich dich kenne,
Revolution gibt es für den. Aber eben, die Leute schon. Und wir haben keine ganz gewiss und andere auch aufgeschlossen sind für das, was sie so tun. Ja? Muss man sich umsehen. Ja? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja? Ihre Kollegen reden ich grundsätzlich nur hinter vorgehaltener Hand. Nicht in aller Öffentlichkeit, das ist doch klar. Ja. Nein, also da können Sie von ausgehen, ich habe solide Vorurteile. Lass ihn mir auch nicht abhandeln. Ist klar. Okay. Ja, bitte. Heute. Heute den einflussreichsten. Also ich glaube, dass es ganz unstreitig ist, hängt das natürlich auch ab von den Populationen halt. Also wenn Sie in die Politologie und in die politische Philosophie und in die Sozialphilosophie gehen, dort ist Hayek ganz gewiss der bedeutendste mit seinen Schriften, die er nach, ja man könnte geradezu sagen, dem Debakel mit der Theorie Kappel erlebt hat, eingeschlagen ist. Also er ist ja Sozialphilosoph erst, nicht richtig, aber erst danach geworden. Ja? Ich glaube, ohne Frage. In der Ökonomik würde ich nicht bleiben. Ja? Nein. Böhm Bawerk kommt sehr stark zurück. Es gibt unter anderem jetzt von Karl Christian von Weizsäcker, einem von mir sehr geschätzten Ökonomen, eine These, dass man mit Böhm Bawerk gut verstehen könne, die Krise. Und speziell mit Blick auch auf Staatsverschuldung, dass angesichts der hohen Ersparnisse, die unter anderem verursacht auch durch Umverteilung, die dort resultieren im privaten Sektor, es irgendjemand geben muss, der sie abnimmt. Und die Staatsverschuldung ist sozusagen jemand, der sie abnimmt und sogar abnehmen muss aus politisch-legitimatorischen Gründen. Also der Weizsäcker hat sich diesbezüglich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, bitte zitieren Sie mich nicht, also zu einem relativen Radikalinski gewandelt mit Böhm Bawerkscher Kapitaltheorie als Waffe. Ja? Also wie das im Laufe der Zeit noch sein werden wird, die haben alle ihre Konjunkturen und dann schaut es wieder etwas schlechter aus, aber ich glaube, wichtige Ideen werden erhalten bleiben. Also erstens immer auch die Selbstorganisation von Märkten. Märkte sind wichtig. Ich glaube, das haben die Österreicher völlig zu Recht betont. Aber sie können nicht alles. Was sie sehr unterbelichten, ist der Einfluss von Macht, von Asymmetrien diesbezüglich. Ich hätte darauf eingehen können auf den Artikel von Böhm Bawerk, Macht oder ökonomisches Gesetz. Das ignorieren sie relativ stark. Also macht es einen Unterschied, ob ich einen Kapitalismus habe, wo lauter einzelne kleine Warenproduzenten sind, wo jeder so ein bisschen vor sich hinwurzelt, oder ob ich große Konzerne und Trusts und dergleichen habe. Macht es einen Unterschied. Ja. Was sie auch nicht wirklich thematisieren, viele jedenfalls, ist das, was dem Smith so aufgestoßen ist. Der Brexit Spirit of Monopoly, wie er es genannt hat. Der Formalität der Monopolgeist. Einzelne können ihre Interessen verfolgen, sie können sie aber auch zusammen gegen Dritte verfolgen. Ja? Verstehen Sie? Bei den Österreichern ich übertreibe jetzt natürlich, ist schon klar, ja, aber bei den Österreichern sind eigentlich die nicht intendierten Konsequenzen eigensüchtigen Verhaltens immer für alle anderen gut. Das muss nicht so sein. Also Herr Madoff und andere und auch hier in diesen Breitengraden, in Banken, das eigensüchtige Verhalten von Figuren war nicht für alle gut. Ja? Und da ist die Frage, wie kann man dem beikommen? Das ist ein ewig währender Prozess, das verlangt im Grunde genommen politische Maßnahmen. The science of the legislator, die Wissenschaft des Gesetzgebers ist gefragt, wie es das Smith nennt. Also ich finde, da haben die Österreicher zum Teil den Smith über Bord geworfen, wo er meines Erachtens ganz wichtig ist. Die Problematik öffentlicher Güter wird nicht sehr intensiv diskutiert. Gibt es denn überhaupt sowas wie öffentliche Güter oder kann man alles letztlich privat gestalten? Ja? Also,
Aber nochmal, ich finde, die zu lesen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit ihnen, das ist eine Leistung. Und ich glaube, die sollte man sich genehmigen. Also man lernt durch Widerspruch und durch Korrektur von Fehlern. Also ich finde schon, warum lernst du das gescheit? Setzt euch mit dieser Sicht der Dinge auseinander und es ist ja politisch nicht unbedeutend. Politisch ist österreichisch Gedankengut nicht unbedeutend, das ist vielleicht sogar bedeutender als intellektuell. Mitunter die Tea Party, gewisse Vorstellungen von Politikern, das sind immer ganz einfache Mechanismen, die eine Rolle spielen. Der Markt, der kann das schon. Ja? Die Privaten sind die Guten, die Staatlichen sind die Bösen. Das ist ja häufig eine solche törichte Entzweiung. Ja? Na, man kann was von ihnen lernen. Entschuldigung, ich rede so lange. Also ich glaube, wenn jetzt alle Fragen beantwortet sind, dann sagen wir herzlichen Dank für den Vortrag und herzlichen Dank fürs Kommen. Das war die letzte Veranstaltung von der Pluralen Ökonomik, aber ich bin mir sicher, ihr werdet im nächsten Semester auch wieder von uns hören. Wer noch Lust hat, mitzukommen auf einen Umtrunk, der ist herzlich willkommen. Wir haben mit Karl Franz in der Zinzendorfgasse einen Tisch reserviert. Also nochmal einen Applaus an Sie. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank.